Das Mecklenburgische Staatstheater in Schwerin soll nach Angaben der Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger erhebliche Personalkürzungen in Erwägung ziehen. Diesen Plan hegen Geschäftsführer Hans-Georg Wegner und Christian Schwand für die Spielzeit im nächsten Jahr. Demnach sollen etwa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen, darunter das gesamte Ballett, entlassen werden. Die GdBA kritisierte diesen Schritt in einer Pressemitteilung, insbesondere in dieser Zeit, und beschrieb ihn in diesem Zusammenhang als verabscheuungswürdig.